Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meiner Joomla 3.5 Anfängerhilfe. Heute schauen wir uns an, wie man die globalen und lokalen Optionen in Joomla anpassen kann. Bin natürlich schon im Backend eingeloggt. Als allererstes müssen wir mal definieren, was bedeutet überhaupt globale Optionen bzw. was sind lokale Optionen. In meinem Beispiel und in diesem Video wird es hauptsächlich um die globalen Beitragsoptionen gehen bzw. die lokalen Beitragsoptionen, weil diese Optionen gibt es nicht nur für eine Sache, eben halt Beiträge, sondern die gibt es auch für Menüs, für Module, für Komponenten und so weiter. Aber das werdet ihr ja sehen. Global bedeutet, diese Einstellung betrifft die ganze Homepage. Lokal bedeutet, diese Einstellung betrifft nur diesen einzelnen Beitrag oder nur dieses einzelne Menü-Item oder dieses einzelne Modul. Wie gesagt, man kann immer irgendwas konfigurieren für die komplette Homepage und auf der anderen Seite kann man es konfigurieren für eine einzelne Sache. Wie rufe ich überhaupt die globalen Einstellungen auf? Erste Möglichkeit. Man klickt auf System und Konfiguration. Das kennen wir schon. So schaut es aus. Hier die globalen Einstellungen für die Webseite, für die Suchmaschinenoptimierung. Und auf der linken Seite haben wir ein Menü, wozu wir überall globale Einstellungen setzen können. Eben halt hier Menüs, Module oder Benutzer, Beiträge, Banner, Akiba, Backup und so weiter. Da kann man überall globale Einstellungen halt setzen. Ich sage hier mal abbrechen und zeige euch den zweiten Weg zu den globalen Einstellungen. Der ist nämlich hier über die Schnellstartleiste auf der linken Seite. Unter Konfiguration finden wir den Eintrag global und dann kommen wir an dieselbe Seite. Der dritte Weg ist zum Beispiel, wenn man gerade bei den Beiträgen ist. Man bearbeitet hier die Beiträge und man möchte zu den globalen Beitragseinstellungen, hat man die Möglichkeit, rechts oben über den Button mit der Beschriftung Optionen gleich direkt dorthin zu springen. Das schaut jetzt ein bisschen anders aus, als das, was ich euch gerade gezeigt habe. Einfach aus dem Grund, weil hier halt die Beiträge schon angewählt sind. Wir waren zuerst hier bei der Konfiguration von der Webseite und hier war das Menü. Und da wir jetzt aus den Beiträgen heraus die globalen Optionen aufgerufen haben, ist er auch gleich auf die Beiträge gesprungen. Und hier schauen wir uns gleich mal die globalen Beiträge, also die globalen Optionen für die Beiträge an. Ich zeige das jetzt da hier bei den Beiträgen. Das gibt es allerdings auch für Menüs und Module. Das dürft ihr nicht vergessen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, irgendwas zu konfigurieren. Einmal für die ganze Homepage und einmal halt für ein Modul selbst. Oder halt hier für entweder für die ganze Homepage oder halt hier für einen Beitrag alleine. Ich rufe mal das Frontend auf, damit ihr seht, wie das momentan ausschaut. Hier haben wir den Titel unseres Beitrags. Darunter haben wir jetzt da die Details. Das schaut jetzt ein bisschen anders aus als bei der Beitragserstellung. Das liegt ganz einfach daran, dass wir jetzt schon ein Template installiert haben und in diesem Template ist es halt vorgesehen, die Details auf diese Art und Weise anzuzeigen. Dann ist es auch nicht so penetrant und aufdringlich. Auf der rechten Seite haben wir das Drucken- und E-Mail-Symbol und darunter kommt dann tatsächlich unser Beitrag. Und ich möchte jetzt mit euch die kompletten Beitragsoptionen für die komplette Homepage, egal welcher Beitrag das ist, ausschalten, genauso das Drucken- und E-Mail-Symbol einfach deaktivieren. Entschuldigung. Sorry Leute. Aber seitdem ich nicht mehr schneide, müsst ihr euch das leider jetzt mit antun, wann ihr mal husten muss. So, zurück ins Backend. Wir haben ja gesagt, wir wollen alles ausschalten. Ich möchte da oben keinen Titel mehr haben. Warum? Weil ein regulärer Beitrag von mir normalerweise hier eine Überschrift hat. Und wenn ich da oben den Titel habe, dann eine Überschrift, dann schaut das komisch aus. Okay, dieser Beitrag hat jetzt keine Überschrift, aber ich schalte trotzdem diesen Beitrag, also diesen Titel hier mal ab. Man sagt Titel anzeigen, nein, auf verbergen. Dann muss er auch nicht verlinkt werden.
Dann haben wir hier den Einleitungstext. Das betrifft diejenigen, die mit dem Weiterlesen-Button arbeiten. Gibt es ebenfalls ein Video dazu. Soll nach dem Drücken des Weiterlesen-Buttons der Einleitungstext, der quasi vorne gestanden ist, dann im Beitrag selbst nochmal angezeigt werden oder soll er verborgen werden? Ich mache es immer so, dass der ebenfalls noch mit angezeigt wird. Man kann ihn aber, wie gesagt, hier ein- und ausschalten. Position der Beitragsinfo, quasi von diesen Details hier. Soll das oben sein, über dem Beitrag, unter dem Beitrag oder soll es aufgeteilt werden? Hälfte, Hälfte quasi. Da wir das jetzt ausschalten, brauchen wir uns darüber jetzt einmal keine Gedanken machen. Soll die Kategorie angezeigt werden? Nein, danke. Soll die Kategorie verlinkt werden? Wenn wir es nicht angezeigt bekommen, brauchen wir es auch nicht verlinken. Dann haben wir hier den Autor. Naja, meine Besucher interessiert es nicht, wer das geschrieben hat, weil da steht nämlich ganz klassisch da, Superuser. Ganz toll, hervorragend. So, verbergen. Erstellungsdatum, verbergen. Bearbeitungsdatum, verbergen. Veröffentlichungsdatum, ja, da ist wieder die Sache. Wenn eure Seite aus News besteht, hauptsächlich aus News, dann ist natürlich das Veröffentlichungsdatum schon relevant, damit eure Gäste, Besucher halt auch wissen, wie alt ist diese News. In meinem Fall verberge ich die jetzt trotzdem. Seitennavigation, soll die angezeigt werden oder verborgen werden? Das haben wir, glaube ich, jetzt hier nicht. Aber wenn ich irgendwo anders hinklicke, sieht man hier den Zurück-Button und den Weiter-Button. Das ist ganz praktisch für Leute, die mit Joomla einen Blog erstellen. Der oberste Beitrag wird immer oben angereiht, meistens dann mit einem Weiterlesen-Button. Dann klickt ein User einen Beitrag an, liest den und am Ende hat er die Möglichkeit, einen Beitrag weiter zu blättern, ohne dass er auf die Home-Seite quasi hier nochmal zurück muss oder einen Beitrag zurückzublättern. In meinem Fall ist das nicht wichtig. Ich brauche das nicht, weil bei mir kann man jeden Link halt hier anklicken und zwar aus jeder Position heraus. Seitennavigation verbergen. Der Weiterlesen-Button, den lasse ich angezeigt. Man kann auch den Weiterlesen-Titel vergeben. Das Textlimit für den Weiterlesen-Link sind 100 Zeichen, das passt auch, oder maximal 100 Zeichen. Die Tags zu jedem Beitrag, das sind quasi so Schlagwörter, die man eingeben kann, ob die angezeigt oder verborgen werden sollen. Lassen wir ebenfalls verborgen. So, und der letzte Punkt in den Details waren die Seitenaufrufe. Die schalte ich ebenfalls aus. Und jetzt speichere ich mal. Und wenn ich nichts vergessen habe, dann sollten die Details jetzt über den Beiträgen verschwinden. Ich gehe wieder zurück. So, der Titel ist weg. Die Details sind weg. Jetzt haben wir hier noch Drucken und E-Mail. Und da haben wir die Möglichkeit, wir haben jetzt da hier stehen ein kleines Piktogramm, daneben das Wort Drucken und bei E-Mail genau das gleiche. Und hier hat man die Möglichkeit, das Piktogramm wegzuschalten. Jetzt haben wir Symbole und Text und dann sage ich Verbergen und dann wird nur noch der Text angezeigt. Dann steht nur noch Drucken und E-Mail da. Wem das besser gefällt, kann das gerne auch so verwenden. Dann können wir sagen, das Drucksymbol, ob das überhaupt angezeigt werden soll oder verborgen werden, genauso das E-Mail. Und das bedeutet nicht nur das Symbol, sondern diese komplette Option, ob die überhaupt angezeigt werden soll oder nicht. Ich schalte mal Drucken schalte ich aus und sage Speichern. Refreshe das Frontend. Jetzt hat das E-Mail-Symbol wieder das Piktogramm und E-Mail ist noch verfügbar, weil Drucken haben wir ja ausgeschalten. Allerdings schalte ich Drucken wieder ein, weil ich möchte das bei meiner Seite haben. Sag Speichern und Schließen. So, das waren die globalen Einstellungen. Jetzt gehen wir mal zu den Beiträgen selbst. Und hier gibt es ja auch die Möglichkeit, einen einzelnen Beitrag, sagen wir den hier, da möchte ich unbedingt, dass der Titel angezeigt wird oder dass das Erstellungsdatum angezeigt wird, aus was für einem Grund auch immer. Ich möchte, dass ein Beitrag zum Beispiel jetzt da aus der Reihe tanzt. Und dann sage ich hier, Titel anzeigen. Ich habe hier die Möglichkeit beim Titel, also
wir waren ja zuerst hier, dann geht man im Reiter Optionen und da hat man die ganzen Einstellungen, die man gerade bei global gesehen hat, hier noch einmal als lokale Einstellung, die betreffen dann nur diesen einzelnen Beitrag. Und ich habe ja gesagt, den Titel wollen wir jetzt anzeigen lassen. Anzeigen und speichern. Der Titel ist jetzt momentan ausgeblendet. Wenn ich jetzt refreshe, werdet ihr euch wundern, dass der Titel nicht angezeigt wird. So, refreshed. Ich klicke nochmal auf Joomla und hier auf Home. Der Titel ist immer noch nicht da. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, wo dieser quasi konfiguriert wird, der Titel. Nämlich bei den Menüs. Ich schließe mal hier. Dieser Beitrag ist unser Haupteintrag. Der wird auf der Home-Seite angezeigt. Ich gehe auf Menü, auf Main-Menü und schaue mir mal den Home-Eintrag an. Und habe hier ja wieder die Optionen. Und da habe ich jetzt wieder den Titel. Und der verweist hier auf die globalen Einstellungen. In den globalen Einstellungen steht allerdings drin, Titel verbergen. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, habe ich nicht nur drei Möglichkeiten zur Auswahl, sondern vier. Einmal die globalen Einstellungen zu verwenden, dann die Beitragseinstellungen zu verwenden und dann kann ich hier gleich direkt definieren, verbergen oder anzeigen. Weil das Menü steht unter den globalen Einstellungen und erst darunter kommen dann die Beitragseinstellungen. Das heißt, wenn die Beitragseinstellungen sagen, Titel anzeigen und beim Menü steht Titel verbergen, dann hat das Menü quasi Vorrang. Ich sage jetzt hier Beitragseinstellungen verwenden, sage speichern und schließen und jetzt sollte hier beim Refreshen der Titel wieder angezeigt werden. Und da ist er, unser erster Beitrag. So, und weil es so schön ist, zeige ich euch gleich noch eine Sache, nämlich bei den Beiträgen, wenn man die nämlich bearbeitet, haben wir ja auch hier verschiedene Reiter. Und zum Beispiel den Veröffentlichungsreiter, den brauche ich überhaupt nicht. Und ich möchte das hier ein bisschen schlanker gestalten. Dann geht man hier raus, gehe auf die Optionen, zu den globalen Optionen für die Beiträge und hier habe ich den Reiter Bearbeitungslayout. Und da kann ich den Veröffentlichungsparameter anzeigen lassen oder verbergen lassen. Das betrifft den einen Reiter, wo drauf gestanden ist, veröffentlichen. Und da sage ich jetzt verbergen und sage wieder speichern und schließen. Und wenn ich jetzt den Beitrag öffne zur Bearbeitung, werdet ihr sehen, dass der Reiter mit Veröffentlichung hier verschwunden ist. Da kann man das ein bisschen anpassen und ein bisschen schlanker gestalten für diejenigen, die irgendeine Option überhaupt nicht benötigen. Können Sie ja auch gleich ausschalten und dann schaut es ein bisschen angenehmer aus und ist einfach besser zum Arbeiten. So, schließen wir nochmal. Und da ich weiß, dass die Frage auf alle Fälle kommen wird, ich möchte nämlich diese Sprechblase weg haben. Wo kann ich die ausschalten? Das hat nichts mit den Beitragsoptionen hier zu tun. Diese Sprechblase bringt nämlich das Allrounder-Template von Parqual mit. Und diese kann man nämlich nur deaktivieren, wenn man zu den Templates reingeht, Less Allrounder. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Hier ist es nicht. Show Image Logo. Ne, das ist es auch nicht. Hier haben wir es, nämlich in den Advanced Template Options, Artikel, Title, Image. Das ist die Sprechblase, ihr seht es jetzt da, neben dem Wort Joomla. Da kann man nämlich definieren, ein- oder ausschalten, jetzt ist ausgeschalten. Kann ich auch mal speichern, das ist ja nicht so tragisch, das geht ja relativ zügig. So, jetzt ist die Sprechblase weg. Dann kann man sie einschalten, dann ist die Sprechblase wieder da. Oder man kann sein eigenes verwenden. Und wenn man sein eigenes verwendet, hat man gleich darunter die Möglichkeit, eines auszuwählen, beziehungsweise hier herunten eines hochzuladen. Das nur als kleines i-Tüpfelchen. Ich setze das wieder auf Standard, sage Speichern und Schließen. Und ja, das war es eigentlich mit den globalen und lokalen
Optionen. Nur nochmal zur Erinnerung, zurück zu den globalen. Ihr habt diese globalen Einstellungen für diese Punkte zur Verfügung. Banner, Beiträge, Benutzer, Cachet, Freigeben, Installation, Joomla-Aktualisierung, Kontakte, Medien, Menüs, Module und so weiter. Hier überall könnt ihr globale Einstellungen treffen. Und zum Beispiel auch bei den Modulen könnt ihr die halt dann lokal wieder abändern. Aber macht das bitte mit Hirn und Verstand, weil wenn ihr die globalen Einstellungen irgendwo abändert, in einem Beitrag, das eine Mal ändert ihr den Beitrag, das andere Mal ändert ihr das beim Menü, dann tut ihr euch schwer, wenn ihr das später nochmal ändern müsst. Weil dann müsst ihr mal gucken, habe ich das jetzt im Menü geändert oder habe ich das bei den Beiträgen geändert. Also macht das mit einem Art System, dann habt ihr es auch später einfacher, wenn ihr irgendwas noch einmal abändern müsst. Ich hoffe, das Video war für alle verständlich und ich hoffe, das hilft euch weiter beim Konfigurieren eurer neuen Homepage. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ihr auch der eine oder andere meinen Kanal. Bei Fragen könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinposten. Das dauert allerdings wahrscheinlich ein paar Tage, bis ich darauf antworte. Wer nicht so lange warten möchte, hat die Möglichkeit, bei www.joomlaportal.de oder www.joomla.de das Forum zu benutzen und eben dort nach Hilfe zu bitten. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Viel Spaß beim Erstellen eurer Homepage und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!